springen, das, Alter. 10 Bogen. Oh, ich hasse Jump'n'Runs. Alter. Ich hasse alles. Ich mach erstmal eine Spitzhacke. Ich kann sogar noch mehr machen. Was mache ich denn? Ich mache mir noch einen Bogen. Ach, geht doch. Mache ich das? Kein Rückstoß. Schwacher Rückstoß. Ja, ich mach noch einen. Und hier okay. Bin ich gestorben. Platz ist nicht da. Im Haus haben wir genug Platz. Ja, aber in meinem Inventar nicht. Ich habe die ersten Spinnnetze gefunden. Ich bin da so excited. Ich weiß schon mal, ich weiß auf jeden Fall schon mal, wo du warst. Schön für dich. Ich sehe da unten nämlich eine Höhle, die ist ausgeleuchtet von dir ein bisschen. Alter, ich brauche eine Kiste. Ich dachte, du hast eine mitgenommen. Du hast keinen Kistenraum. Nein, ach, der kommt im Keller. Das kommt später alles. Dann stelle ich erstmal hier zwei Kisten hin. Und sortiere da jetzt alles ein. Also sortieren. Als ob ich ein System dafür entwickeln würde. Ich habe da eine goldene das Kiste gefunden. Später. Ich habe da eine goldene Kiste gefunden, die du gelootet hast. Die Spitzhacke verscheuere ich, das Schwert verscheuere ich. Du bist wirklich ein Glücksspiel, dass du nicht in diese Falle reingefallen bist. Ja, ich weiß, ne? Ich bin doch gar nicht mal so scheiße mittlerweile im nicht in Fallen treten. Aber dafür bist du allgemein halt scheiße. Ich will, dass das jetzt kommt. John ist so predictable, das sage ich jedes Mal, wenn er was sagt. Ich habe nur gesagt, ja, ich habe mir gedacht, dass das jetzt kommt. Oh, Wolfram. Ich glaube, ich mache mir dann kannst auch doch schon mal lieber eine Wolfram-Spitzhacke. Kannst auch, wenn da was übrig bleibt, eine Rüstung machen. Hast du schon eine Zinn-Spitzhacke? Ja, ich habe schon eine. Okay, gut, dann scheuere ich die hier. Meine. Leute, hier ist ein Lagerfeuer. Tja, also bei mir meint jemand im Chat, meine Cam ist perfekt. Ja, diese Person keine Ahnung von Camps. Tut mir leid. Nein, ich, lol. Weißt du, was die gerade im Chat geschrieben hat? Ja. Fun Fact, ein kleines Kind kann durch die Venen eines Blauwals schwimmen. Ist zwar ein bisschen random, aber warum nicht? Lol, warum haben wir eine Eule im Wohnzimmer? Wir haben kein Wohnzimmer. Ja, halt in unserem Arbeitsraum. So, ich tu hier mal das Wiederbelebungsband rein, ja? Ja, mach das ruhig. Hörst du mich eigentlich noch gut, oder? Ja. Okay, weil ich habe jetzt mein Mikrofon ein bisschen verschoben. Weil ich in meine Facecam geguckt habe, hab gesehen, die ist scheiße gelegt. Also das Mikrofon, nicht die Facecam. Lass es kann Meteorite abbauen. Kann Meteorite abbauen. Okay, dann werde ich kein Gold dafür verschwenden, mir jetzt noch eine Spitzhacke zu craften, die 5% besser ist. Hast du eine Goldspitzhacke gebaut? Ich könnte eine bauen, aber ich mache mir jetzt Rüstung davon, glaube ich. Mach lieber eine Goldspitzhacke. Dann brauchen wir nur eine. Hey, aber ich habe eine Wolfram-Spitzhacke, mit der man auch Meteorite abbauen kann. Ach, scheiße, leck mich doch. Ja. Da war so viele Slimes unten und ich musste schwimmen. Ich mach mir einen Goldbogen. Also solange du glücklich bist, ist alles okay. Oder soll ich dir auch eine Goldspitzhacke machen? Nö, brauchst du nicht. Gut, dann sparen wir den Rest Gold vielleicht einfach erstmal. Oh, wir haben eine Eule hier. Ja, sag ich ja. Wir haben hier mehrere Eulen an unserem Haus. Willst du den Zinnbogen haben? Nö. Okay, dann verscheuere ich den. Wenn du übrigens wieder in deine Höhle willst, musst du einfach nur hier runterspringen und dann den ganzen Weg gehen.
Dann kommst du da raus, wo du auch vorhin warst, wo die goldene Truhe war. Sorry, ich bin nicht ins Mikrofon gekommen. Tja, es gibt aber mehrere Spots, wo goldene Truhe und Truhen waren. Warum habe ich diese Statue dabei? Ist mir nicht aufgefallen. Die muss ich irgendwie aus Versehen abgebaut haben. Oh, ich kann noch Blei herstellen. 31. Boah. Boah, nice. ich würd gern mega wissen, wie es weitergeht bei meiner Serie, die ich gucke. Du würdest gern mega wissen, wie es weitergeht bei deiner Serie. Ja. Alles. Ich würde gern mega wissen, wie es weitergeht bei meiner Serie. Grammatik ist da. Ey, ich habe Deutsch hinter mir, ja. Ich muss Deutsch nicht mehr schreiben. Boah, ich muss gerade mal kurz. Hier muss da noch irgendwo eine. Ja, da ist einer. Oh nein, da ist noch eine. Oh, da sind noch zwei. Boah, Alter. Hier sind jede Menge hier. Ach ja, wir haben uns ja gar nicht mehr gesprochen. Willst du wissen, wie bei mir Deutsch war? Du sagtest, du könntest das nicht einschätzen. Ja. Weißt du, welche Themen ich mir aussuchen durfte? Die Marquise von O mit irgendwas, was wir nie gemacht haben, mit irgendeiner Sprachtheorie oder sowas, keine Ahnung. Die Sapir-Whorf-Theorie. Oder noch so ein anderer blöder Text. So, warte, was war das nochmal? Ein Gedicht, okay. Genau, zwei Gedichte. Weißt du, was ich genommen habe? Die Sapir-Whorf-Theorie und ich habe keinen Plan, was die Sapir-Whorf-Theorie war. Ich hab's so hingestellt, als ob ich's wüsste. Ich hab sowas geschrieben wie, anhand von Hypothesen sieht man auch, dass Menschen, die intellektuell gleichgestellt sind und so ein Scheiß eher zusammenleben, als Leute, die unterschiedliche Gedankengänge und sowas haben. Das zeigt auch die Hypothese von den beiden. Das hört sich irgendwie so gar nicht gut an. Ich sag mal so, ich hab den Text genommen, weil der am einfachsten zu verstehen war. Gedichte kann ich eh nicht analysieren. Und ja, das Haus hat die Marquise von O, genau, ja, kann ich nicht, weil wir die Theorie auch nie hatten. Die Sapir-Whorf-Theorie hatten wir aber ich konnte sie nicht. Big Move. Aber hey, es interessiert mich nicht, was ich schreibe, solange ich einfach bestehe. Sinn. Ja, komm komplett egal. So bei Corona ist es komplett egal eigentlich. Tja, mir fällt gerade auch nichts ein, was man so Sinnvolles gerade aus Eisen craften könnte. Ein Eimer. Schau mal. Falls wir in den Dschungel kommen für Honig. Ist gerade nichts Sinnvolles. Ein Waschbecken. Lass ein Waschbecken machen. Nein, ich mach mir jetzt den Ketten. Den Wetterhahn brauchst du schon mal nicht bauen. Ja, das ja, genau. Weiß ich. Bau mal Ketten und dann mach mal ein Sägedings. Und eine Sägewerkbank da. Ich setz gerade ein bisschen Einrichtung. Auch wenn das nicht sonderlich schön aussieht. Ja, ja, ich mach das später schön. Ich mach das später schön. Du bist unser Beauftragter, um Dinge schön zu machen, die ich hässlich gemacht habe. Ich bin der Beauftragte für Schönheit. So, sie müssen leider gehen. Nein, das habe ich nicht erwartet. Das war gar nicht mal so schlecht. Aber hast du schon gesehen, wie automatisiert das war, weil du einfach so oft was sagst, was predictable ist? Ja, ja, komm, das sagst du immer zu mir. Joe, das habe ich ja vorgesehen, ich bin Jesus. So, was sind wir hier? Fucken. Wo sind sie? Da. In Wirklichkeit bist du Monchichi oder wie der hieß aus der Zukunft, gib's zu. Ich habe keine Ahnung, von wem du redest. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Der keine Slums mag, die von Himmel fallen. Oh, goldene Truhe! Das ist meine erste Truhe! Ui, und was ist drin? Ja, das weiß ich noch nicht. Du hast das Wiederbelebungsband. Wiederbelebungsband habe ich bekommen! Oh, Alter. Das kann nicht dein Scheiß ernst sein. Wir brauchen Magic Mirror, das brauchen wir. Mein erstes Item. Ey, dieses Spiel nimmt uns auf den Arm, ich sag's dir. Das lasse ich auch mal hier.
Es gibt 500 neue Items oder so um den Dreh. Was finden wir? Dinge, die wir brauchen natürlich. Ich weiß nicht, was du denkst, aber... Aber dafür habe ich ganz viel Gold hier gefunden. Okay, 1, 2, 3. Die kommen hier rein. Die kommen da rein. So, zack. Na, was schreibt der Chat? Ach du Scheiße. Die durchschnittliche Frau verbraucht in 5 Jahren ca. 1,7 Meter Lippenstift. Und was ist mit Frauen, die gar keinen Lippenstift nehmen? Die durchschnittliche Frau. Wenn man einen Känguruschwanz anhebt, kann das Känguru nicht hüpfen, alles klar. Babyspinnen nennt man Spiderlinge. Weißt du, wie man Babyspinnen nennt? Lass mich raten. Ja. Däumen? Nein. Schön. Dann hätte ich ja Angst vor dir. Mistgestalten. Ah. Was Angels ganzer Name bedeutet. Ach du Scheiße. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Das ist mir dann doch zu lang. Gibt's dazu, du kannst nicht. Zweite goldene Truhe! Jetzt kommt's wieder Belebungsband. Ich habe die Wolke in der Flasche gefunden! Ui. Verneig dich von mir, ich hab den Doppelsprung. Du sollst dich verneigen. Weißt du gar nicht, ob ich das gemacht habe. Ich hab deinen Stream nebenbei laufen. Nein, hab ich nicht. Das glaube ich dir. Alter, meine Haare, die fucken mich so hart ab. Die sind einfach viel zu lang. Tja, mich fucken deine Haare auch echt ab. Du kannst mich übrigens Waffenmeister nennen, weil ich jetzt ein Jojo, einen Goldbogen und einen Topazstab habe. Ich werde dich alles nennen außer Waffenmeister. Und auch nicht Meister oder Sensei oder gut gemacht Dolm. Agonia kann ich dich gerne nennen. Mann, der seine Mutter nach dem Geschlechtsverkehr gegessen hat. So was kann ich nicht gerne. Das ist nicht im Stream drin, also versteht das keiner. Also ich glaube, das hatten wir nicht in unseren ersten beiden Streams mit drin. Ich habe es aber auf dem YouTube-Channel, wo ich ganze Streams hochgeladen habe. Das wird sich keiner angeschaut haben. Die durchschnittliche Wiedergabezeit lag bei 52 Minuten. Ziemlich viel. Ja. Kann aber auch sein, dass du den Manu-Boost gekriegt hast. Ich glaube nicht. Ich glaube, der guckt sich bei mir nichts an, was nicht mit Rocket League zu tun hat. Nee. Ich meine halt, so wie ich das von ihm kriege, was ich im Internet finde. Ich habe ihn nicht danach gefragt, aber wenn er das macht, dann... Was du von ihm kriegst, kriegt kein anderer, glaube ich. Nicht witzig. Ich finde gerade echt viel Gold. Gut, dass du nicht weitergegraben hast bei dir in der Höhle. Ich habe mehr als genug. Ich habe noch 14 Gold oben gelassen. Ne? Ich finde es übrigens nicht gut, dass du den Bergarbeiterhelm hast. Findest du nicht? Du siehst doch, wo ich gerade bin. Ne? Da siehst du auch, dass ich gerade eine Brille trage. Ja. Ja. Hast du die aus Linsen gemacht? Sag ja. Bitte nicht, dass du... Oh, ein Herzkristall! Immerhin etwas. Ja. Die Chance, dass ich vor dir sterbe, hat sich schon minimiert. Warum hast du das Wolfram hier nicht mitgenommen? Weil ich ganz viel Gold gefunden habe, als ob ich noch Wolfram mitnehme. Ich nehme es einfach mal mit. Und das
Blei nimmst du mit, oder wie? Ja, hier ist eine Höhle, deswegen. Nehme ich mal das Blei hier noch mit. Hinterfrag nicht, was ich tue. Oh, da sind Amethyste. Aber mittlerweile geht's eigentlich mit dem besseren Schwert. Oh, da hier ist eine größere. Ach nee, das ist Saphir. Ja, hier ist auch bei mir Saphir. Ja, das meine ich. Nimm mal das Blei noch mit, wenn du es nicht nehmen willst. Nö, schenke ich dir. Nämlich John den Großzügigen. Ich nenne dich John mit dem kleinen Großmut. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Oh, 14, ja. An deinen... Oh, du bist gestorben. An deinen ersten Kommentar. Ich bin ein kleiner John John, wie war das? Ach, den nicht bekommen, ich bin ein kleiner Johnny mit einem großen Johnny. Sehr einfallsreich. Es lädt. RIP. Ja. Okay, ich denke, ich komme mal später wieder. Okay. Dann bis später. Das hat sie wahrscheinlich vor einer halben Ewigkeit geschrieben und ich habe es nicht gelesen. Es sind aber auch echt viele Slimes. Ja. Ich habe mich aber auch dumm positioniert, muss man mal sagen. Ich denke gerade die ganze Zeit an meine Serie. Es wurde gerade ein Attentat geplant. In der Serie. Lol, im Hintergrund ist ein Heißluft. Ich hab all die Slimes getötet. Im Hintergrund ist ein Heißluftballon. Im Hintergrund ist ein. Achso, ja, in der Overworld, ja, habe ich auch schon gesehen. Total cool. Ja. Vielleicht ist das einer der neuen NPCs und der kann auch mal so kommen. Nee, der verpisst sich ja dann. Ja, das wäre cool. Lass mir doch meine Illusion. Man kann sich so welche Saphir-Gemkorn machen und kann platziert werden, aber das ist, glaube ich, für nichts. Ah, oh, du hast auch eine Engelsfigur. Der Wahnsinn. Ja, die habe ich aber nicht absichtlich mitgenommen. Man kann mit Herz, man kann mit so welchen Herz, Herzlampe machen. Nein, Statuen kannst du, glaube ich, so eine Herzdings machen, die unendlich Herze ausspuckt oder so. Ach so, ja, wenn man dann auf eine Plattform tritt, die damit verbunden ist, das weiß ich. Das ist eigentlich echt hilfreich. Das funktioniert auch mit Mana-Sternen. Das ist eigentlich echt hilfreich. Wir müssen für sowas mal das Auge aufhalten. Monster kannst du auch spawnen damit. Ich weiß. Aber daran müssen wir denken, wenn wir mal so ein Ding finden. Wir haben noch keinen einzigen Boss besiegt, ne? Ich kann mich nicht daran erinnern, als ob wir einen schon besiegt hätten. Brauchen wir eigentlich das war eigentlich eher eine rhetorische Frage. Brauchen wir eigentlich die schwere Werkbank für irgendwas? Schwere Werkbank sagt mir nichts. Das ist die verbesserte Werkbank. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Oh, ich habe ein Pilzbiom gefunden. Kann ich damit eigentlich Meteor abbauen? Nö, kann ich nicht. Mit Zinn kann man kein Meteor abbauen. Ich hab gehört, Pilzbiome sollen größer geworden sein. Ich mach mal eine Goldspitzhacke, ne? Mach das. Ich mach mir auf jeden Fall jetzt ein bisschen Rüstung. Boah, geil, ich mach mir jetzt eine Zinnrüstung. Oh, jetzt bin ich mit 3 Verteidigung echt krass. Ich brauch unbedingt einen Kescher. Was kostet ein Kescher? Ich habe Crimson Erz gefunden. Ja, dafür habe ich nicht genug. Was müssen wir nochmal triggern, damit Meteore spawnen? Wir müssen, glaube ich, einen Boss besiegt haben. Ich glaube, das ist nicht die Antwort, die du erhofft hast.
Das wird wahrscheinlich nicht mehr in der Folge hier passieren. Du meinst in ich meine in dem Stream. Ich glaube, ich mache mir ein Goldschwert. Mach das. Ich habe mir auch einen Goldbogen gemacht. So, hast du die Kisten sortiert? Natürlich nicht. Ich hab doch... Oh nein. Nein! Geh weg! Boah, das war so hart knapp. Ich gehe jetzt mal ein bisschen das Crimson erkunden.